Genau. Leider bin ich jetzt relativ unvorbereitet in den Talk gekommen. Wir haben einen Talk über die Bildungspolitik in oder Plattform. Bildungsplattformen in Baden-Württemberg. Ich denke, da lässt sich viel zu erzählen, viel hören. Das finde ich ein super spannendes Thema tatsächlich auch, auch wenn ich mich jetzt nicht vorbereitet habe. Und unser Speaker ist Lennart Indelkofer. Er wird seinen Namen sicherlich noch mal besser aussprechen können als ich. Es tut mir super leid. Danke Aber sehr. bitte einen herzlichen Applaus für Lennart. Danke. Ich freue mich, hier zu sein. Normalerweise halte ich diesen Vortrag zusammen mit Kevin. Der kann nur leider nicht. Der ist heute in Berlin und dazu zeige ich es gleich nochmal mehr. Direkt zum Anfang: Wie viele LAs braucht es für eine Bildungsplattform? Weil ich gerade schon gefragt wurde, was ist denn dieses LAs eigentlich? LAs war der erste Versuch der Landesregierung, eine digitale Bildungsplattform zu erstellen und steht für elektronische Lern- und Leseassistenz oder Lese- und Lernassistenz, wie auch immer. Daher der Name, denn die ist gescheitert, wie man eventuell weiß. Und danach gab es einen zweiten Versuch, aber das erzähle ich euch gleich alles in einer Dreiviertelstunde. Ein Hinweis voraus. Sehr viel ist gerne mal ein bisschen überspitzt. Es können viele Details fehlen, was auch tatsächlich daran liegt, dass die dem Kultusministerium, dem Landesrechnungshof und allen anderen Beteiligten meistens selbst gar nicht bekannt sind. Und es sind nicht alle Hintergründe bekannt, da einfach E-Mails verschwunden sind oder nicht mehr gefunden werden konnten oder aneinander vorbeigeredet wurde. Dann noch mal kurz zu mir. Mein Name ist Lennart Intlikofer. Ich bin mittlerweile 23 Jahre alt und ich bin der ehemalige Digitalausschussvorsitzende vom 14. Landesschülerbeirat. Was ist der Landesschülerbeirat? Der Landesschülerbeirat ist das höchste Beratungsgremium und Vertretungsgremium im Kultusministerium. Das heißt, wir haben das Kultusministerium direkt beraten. Das Ganze ist auch in Paragraph 69 im Schulgesetz festgehalten von Baden-Württemberg. Das heißt, kriegen alle Informationen vom Kultusministerium. Wir müssen dazu gefragt werden. Wir geben unsere Meinung dazu ab und können uns dann ignorieren, wenn sie wollen, was sie gerne auch tun. Mittlerweile bin ich aber IT-Security-Administrator und Datenschutzkoordinator, zertifizierte Fachkraft für Datenschutz und ich studiere aktuell noch IT-Recht und Rechtsinformatik an der Universität des Saarlands. Wo ich sagen würde, okay, ich kenne mich eventuell ein bisschen mit diesem Datenschutzthema aus mittlerweile. Während der ganzen Zeit, also 2020 bis 2022, war ich zwar noch in der Ausbildung, aber habe mich auch schon mit den Themen vorher beschäftigt. Dann noch eigentlich die Slide für Kevin. Kevin war der Vorsitzende des Landesschülerbeirats. Der war auch 2 Jahre länger gewählt als ich, macht aktuell ein BFD bei Jugendstiftung, weswegen er heute nicht da sein kann, da er auf einer Konferenz in Berlin ist. Daher müsst ihr leider alle nur mit mir Vorliebe nehmen, denn Kevin war mehr der Schulverwaltungsexperte, während ich den technischen und Datenschutzteil meistens gemacht habe. Genau, wenn ihr Fragen habt, gerne auch einfach reinrufen. Ich versuche die direkt zu beantworten, weil es kann gerne mal sein, wir haben beide so einen kleinen Abkürzungsfimmel. Das heißt, da sind gerne mal Abkürzungen drin, die vielleicht der Allgemeinheit nicht bekannt sind. Genau, und dann fangen wir doch auch schon an. Wir wollen mit einer kleinen Collage starten. Und zwar haben wir mal so Zeitungsartikel und Nachrichten gesammelt über die digitale Bildungsplattform oder über die Plattformen. Denn angefangen hat alles hier mit dem Titel, wo es dann in die Öffentlichkeit ging: Kultusministerium gibt auf der Messe LearnTech erste Einblicke in die digitale Bildungsplattform Ella. Und dann ging zweite digitale Bildungsplattform Ella nicht betriebsfähig. Landesschülerbeirat kritisiert die neuesten Entwicklungen im Ella. Das war noch der 13. Landesschülerbeirat, also der ein Jahr vor mir oder 2 Jahre vor mir. Genau, da wurde dann auch vom Vorsitzenden gesagt, die Digitalisierung ist eine der zentralen Fragen der Bildungspolitik. Mit der derzeitigen Situation hinsichtlich Ella kann deshalb niemand zufrieden sein. Wir sollten uns nun wieder darauf konzentrieren, Ella zum Laufen zu bringen. Rechnungshofgutachten zur Bildungsplattform Ella, weil irgendwann hat der Rechnungshof gesagt, hey, was macht ihr da eigentlich mit dem ganzen Geld? Und hat versucht herauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Das heißt, der erste Teil, den ihr gleich sehen werdet, der ist auch tatsächlich gar nicht wirklich von uns geschrieben, der ist nur zusammengekürzt aus diesem 120-Seiten-Bericht vom Rechnungshof. Und wenn ihr pure Comedy aus der Verwaltungspolitik wollt, lest ihn euch gerne durch. Genau, dann sind wir schon in den neuen Bildungsplattformen. Pilotprojekt Instant Messenger an Schulen startet. Mit Threema startet der erste Baustein der digitalen Bildungsplattform im Echtbetrieb. Grünes Licht für Microsoft 365 Piloten an der digitalen Bildungsplattform. Ja, Start des Microsoft Pilotbetriebs, das kommen wir nochmal, okay.
Dann Rollout von It's Learning als Lernmanagementsystem gestartet, das ist jetzt schon Mitte letzten Jahres. Und dann datenschutzkonforme Bildungsplattform kommt, vorerst keine pauschale Untersagung von Microsoft-Produkten. Datenschutzbeauftragter warnt Microsoft Office 365 Nutzung, Schulen müssen digital umplanen. Word, Excel, PowerPoint gehören nicht nur zum Beruf, sondern längst auch zum Schulalltag. Der Landesdatenschutzbeauftragte warnt jedoch vor dem Einsatz von MS Office 365 an Bildungseinrichtungen. Grundlage ist ein Pilotversuch des Kultusministeriums. LA 2.0, Bildungsplattform mit Microsoft-Programm, steht in Baden-Württemberg vor dem Aus. Absage: Microsoft Shopper setzt Bildungsplattform neu auf. Ja, also ihr habt gemerkt, wir sind hier gerade durch die letzten 4 Jahre durchgegangen. Aber jetzt habe ich eine wunderschöne Frage. Was denkt denn ihr, in welchem Jahr hat denn diese Bildungsplattform eigentlich gestartet? Einfach reinrufen, irgendeine Jahreszahl. 2005? Hm? Das wäre zu früh, da gab es digital noch nicht. 2015. 15 ist gut, da hatten, ist es wieder eingefallen, dass sie mal eine Idee hatten. 2013 ist knapp, da war es in Vergessenheit, denn wir fangen an in 2011. 2011, wir hatten Landtagswahlen, die bevorstanden, dann ist irgendwann eingefallen, ey, digitale Bildung könnten wir doch eigentlich mal machen, irgendwie Themenpunkt einbringen. Ja, und dann ist das irgendwie so in Vergessenheit geraten. Dann hatten wir ein paar Jahre später wieder eine Landtagswahl und dann war es so, scheiße, wir haben Landtagswahl, wir sollten irgendwas machen. Lass mal einen Ministerratsbeschluss raushauen, dass wir jetzt eine digitale Bildungsplattform aufstellen wollen. Das heißt, wir hatten 4 Jahre Zeit oder es gab vor 4 Jahren die erste Idee und dann 4 Jahre später hieß es plötzlich, ja, lass es mal noch schnell machen. Und dann kurz nach der Wahl wurde ein Referat für Digitalisierung eingerichtet, was sich darum kümmern sollte. Das war dann aber schon wieder ein Jahr später und das Kultusministerium hat schon wieder die Farbe gewechselt. Denn wer sich vielleicht erinnern mag, 2011, das war Minister Stoch von der SPD und dann wurde halt gewählt in 2015 noch unter Stoch einmal der Ministerratsbeschluss befasst. 2016 wurde dann das Kultusministerium unter Grün-Schwarz an die Frau Dr. Eisenmann abgegeben, die das Ganze dann umsetzen sollte. Das heißt, wir können anfangen mit Staffel 1, Zeit für eine Bildungsplattform. Und wem es vielleicht nicht aufgefallen ist, wir springen hier von 2016, wir richten Referat für Digitalisierung ein, zu Mitte 2017. Also das war zwar, ja, lass mal machen, aber ist ja jetzt nicht so wichtig, wir haben ja noch unsere funktionierenden Overhead-Projektoren. Genau. Protagonisten Staffel 1. Wir haben das Ganze nämlich in wunderschöne Staffeln unterteilt, damit man sich immer schön nachschauen kann, in welcher Staffel wir uns gerade befinden. Protagonisten. Ihr seht einmal oben links, das ist das Kultusministerium unter dem Landeswappen, das werden wir weiterhin so verwenden. Oben rechts ist BitBW, das ist die Oberlandesbehörde für IT aus Baden-Württemberg. Das heißt, die setzen die ganze IT um. Wenn ihr also dem Kultusministerium oder irgendeinem anderen Ministerium, auch dem LFDI, eine E-Mail schreibt und die kommt nicht an, weil die Microsoft Exchange verwenden, die sind schuld. Dann haben wir Bellevue, das Landeshochschulnetz. Da wird vielleicht schon auffallen, das ist ja Hochschule und nicht Schule. Warum das so ist, da kommen wir später zu. Und CamOne. CamOne gibt es zwar noch gar nicht so lange, aber die hießen ursprünglich mal KIFBF, dann hießen sie ITEOS und dann hießen sie CamOne. Vielleicht hängt auch die Umbenennung ein bisschen mit dem Versagen in diesem Thema zusammen. Aber das ist nicht so wichtig. Wir haben es der Einfachheit halber, in Staffel 1 wenn die eigentlich KIFBV, aber wir haben es mal der Einfachheit halber permanent durch die ganzen Slides als CamOne gehandhabt. Also, Ende 2017 oder August 2017, wir fangen an. Was macht man im Projektbeginn? Richtig, wir machen eine Landscape. Das heißt, CamOne hat eine Landscape erstellt mit, hey, das, so können wir diese Bildungsplattform machen. Und was stand da drin? Die wollten einen Nextcloud nehmen, die haben einen Collabora da drin. Die haben alles Open Source gemacht, perfekt geplant. Und das KM war perfekt, also das Kultusministerium. Die haben gesagt, das nehmen wir. Ja, und dann, wir brauchen ja auch Projektmanagement. Wie sieht so Projektmanagement aus im Land? Und zwar so, das Kultusministerium ist der Auftraggeber. Die geben den Auftrag an BitBW ab, denn was man hier wissen muss, BitBW und CamOne sind, also BitBW ist eine Oberlandesbehörde und CamOne, auch damals schon, war Anstalt des öffentlichen Rechts, was den Vorteil hat, wir brauchen hier kein Ausschreibungsverfahren. Denn wenn normalerweise das Land
Wir haben in Baden-Württemberg 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler sowie 120.000 Lehrkräfte. Da muss eigentlich immer eine EU-Ausschreibung gemacht werden. Und diese Ausschreibungen, die dauern so ein, zwei Jahre. Wenn wir das Ganze an quasi das Land oder an öffentliche Träger direkt vergeben, dann müssen wir das Ganze nicht tun. Dann können wir einfach sagen, hier, macht. Und dann hat sich das Land gedacht, gut, dann machen wir das doch so. Wir beauftragen BitBW, die sollen das Ganze managen, und ComeOne, weil die der kommunale IT-Dienstleister sind, die sollen das umsetzen. Ja. Das Ganze ist am Ende so gelaufen, das Kultusministerium hat alles direkt an ComeOne abgegeben, an BitBW vorbei, und da gab es keine Kommunikation untereinander. Das heißt, das KMH ist zu ComeOne gegangen, hat gesagt, könnt ihr mal kurz das machen? Und ComeOne war, klar, super. Denkt man sich, super agil, ist ja richtig modern. Das Problem ist, BitBW wusste davon nichts. Und diese Kommunikation, es gab keine Verträge, nichts. Und hier dann schon der erste Ausschnitt aus dem Bericht vom Rechnungshof. Es geht schwerpunktmäßig um das unscharfe Rollenverständnis und die unklaren Zuständigkeiten der handelnden Akteure sowie um den hohen Zeitdruck, mit dem die digitale Bildungsplattform herangetrieben wird. Ein geordnetes Abarbeiten einzelner Projektphasen sei problematisch. Ja, das war November 2017. Wir gehen weiter im Eller-Bericht. Und zwar steht da drin, sieben Tage vor dem geplanten Rollout für Eller, das heißt, sieben Tage bevor Eller starten sollte, bei der Multiplikatorenfortbildung kommt es zu Anmeldeproblemen. Das heißt, die Leute konnten sich nicht anmelden. Das Problem ist, diese Multiplikatorenfortbildung, das ist die Fortbildung für die Fortbilder. Das heißt, das ist die Fortbildung, wo die Leute, die später unsere Lehrkräfte ausbilden, wie wir diese Bildungsplattform nutzen, die konnten sich gar nicht einloggen. Sieben Tage vor Rollout. Ja, dann sind wir drei Tage vor der digitalen Bildungsplattform, bevor sie starten sollte. Und das CAM sagt auf seiner Website den Starttermin der digitalen Bildungsplattform ab. Drei Tage vor Rollout. Uff. Das heißt, es wurde da gut 1,5 Jahre lang dran gearbeitet. Und danach kam ein Projektstopp. 26. Februar 2018, geplanter Rollout von Eller. Ja, seit dem 26. Februar 2018 sollten wir in Theorie eine digitale Bildungsplattform haben in Baden-Württemberg. Das Ganze hat leider nicht funktioniert. Wir hatten gerade einen Projektstopp und danach hieß es so, wie machen wir denn jetzt weiter? Denn wir hatten ein Problem. KIFBF hatte, also ComeOne, hatte eine Cloud-Infrastruktur gemietet. Problem, die wurde von einem US-Unternehmen weggekauft. Das heißt, man hat sich am Ende für drei Optionen zur Auswahl entschieden. Und die sah dann so aus. Option 1, Fortführung mit US-Unternehmen gemäß LOI, ergänzt um Reverse-Proxy und TAN-Liste. LOI, das ist ein Letter of Intent, so eine Absichtserklärung. Also was sie eigentlich machen wollte, das heißt diese Landscape ursprünglich, die ganz am Anfang gemacht wurde. Ja, das hätte dann 4 Monate gedauert und 340.000 Euro gekostet. Ist halt nicht so geil, weil US-Unternehmen Anfang der DSGVO-Zeit, wäre ein paar Monate später in Kraft getreten. Schlechte Idee. Option 2, Fortführung mit US-Unternehmen gemäß Lastenheft, 21 Monate und 6,3 Millionen Euro. Und dann gab es noch Option 3, Weiterentwicklung ohne US-Unternehmen gemäß Lastenheft, Dauer 15 Monate, 4,5 bis 6,1 Millionen Euro. Ja, jetzt seid ihr gefragt, wer würde denn Option 1 nehmen? Okay, niemand. Wer würde Option 2 nehmen? Immer noch niemand. Wer würde Option 3 nehmen? Das sieht nach ziemlich allen aus. Ja, das Kultusministerium hat sich für Option 4 entschieden. Die Kultusministerin erklärt die Zusammenarbeit mit ComeOne in der 21. Sitzung des Bildungsausschusses für beendet. Also sie hat quasi den Vertrag gekündigt, heißt Projektabbruch, 8,5 Millionen Euro Kosten weg. Bildungsplattform tot oder ist sie tot? Wissen wir noch nicht. Ja, noch nicht, aber wir haben es uns überlegt. Ja, danach, am 20. September, also noch mal ein paar Wochen später, ist so ein kleiner Sorgerechtsstreit entstanden, denn, ja, weil das Land war, wir kündigen. Und BitBW war so, ja, wir kündigen auch.
Und come on war, dürft ihr aber gar nicht. Wir kündigen nämlich euch und wir bekommen noch 20 Millionen Euro. Dezember, Januar, Februar. Jo, das läuft jetzt zwar, aber wir würden es abschalten, außer ihr zahlt uns den Betrieb. Ja, was kostet es denn? Das wäre ein bisschen wichtig. Weil, wie gesagt, BitBW, die hatten keine Ahnung von irgendwas. Die haben ja nie Infos bekommen, weil immer das Kultusministerium direkt mit Come One geredet hat. Ja, und Come One war so ein bisschen, keine Ahnung, wie viel das kostet. Das läuft halt, frag mal beim KM, sonst bis zum 12.06. ist die Deadline. Am 29. Mai 2019. Und BitBW dann am 12. Juni. Jungs, ja, was läuft da denn jetzt eigentlich? Wir haben keine Ahnung. Braucht ihr vielleicht auch Hilfe? Wir brauchen Info. Und wie viel kostet das denn? Come on, viel Geld. Weil die wussten es nicht. Die waren einfach, ist teuer. BitBW, ja, okay, sorry, nee, da sind wir raus. Ja, und das Kultusministerium die ganze Zeit währenddessen. Viel Spaß, Jungs. Ja, Staffelrückblick. Wie viel durcheinander war es sein? Die anderen so, ja, so schlimm war es doch auch wieder nicht, waren ja nur 8,5 Millionen. Ja, kleiner Staffelrückblick, hier jetzt kurz dreimal eine Wall of Text aus dem Rechnungshofbericht, die wir einfach nicht vorenthalten können. Bis kurz vor Fertigstellung des Gutachtens wurden Dokumente, insbesondere E-Mails, zu verschiedenen Sachverhalten nachgereicht. Ob sämtliche Dokumente zur digitalen Bildungsplattform lückenlos vorliegen, konnte der Rechnungshof nicht abschließend beurteilen. Also wenn ihr euch an den Hinweis von Beginn erinnert, die wissen selbst nicht genau, was passiert ist in manchen Fällen. Bei der Projektorganisation wurde versäumt, verbindliche Regelungen zu Befugnissen, Verantwortlichkeiten und Kommunikationswegen festzulegen. Es gab keine übergeordnete mit Kompetenzen in Konfliktfällen ausgestattete Lenkung und Eskalationsinstanz. Das Änderungsmanagement verlief entsprechend ungeregelt. Änderungsanforderungen wurden teils am Projektsteuerer BitBW vorbei eingebracht und weitestgehend nicht dokumentiert. Die ComOne hat die Änderungsanforderungen teils explizit angenommen, teils ohne entsprechende Bestätigung umgesetzt. Dieses Verfahren hat den Überblick über das Projekt und die geschuldete Leistung gefährdet. Uff. Das war Ella. Und dann hat man sich gedacht, aber eigentlich wollen wir die ja schon haben. Also haben wir gedacht, machen wir mal Staffel 2, machen wir Teil 2 der digitalen Bildungsplattform. Ja, Protagonisten Staffel 2. Ihr seht, es ist wilder geworden. Es sind sehr viel mehr Menschen dabei. Wir haben jetzt das Kultusministerium, wir haben Bellevue, wir haben den Landesschülerbeirat, wir haben Microsoft, wir haben unsere digitale Schule, die eigentlich aus 20 Organisationen bestehen. Wir haben das ZSL, was auch ein Teil der Landesverwaltung ist quasi. Wir haben den Chaos Computer Club Stuttgart einmal oben rechts und wir haben noch den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Dr. Stefan Brink. Und man muss sagen, das ist die gekürzte Fassung, weil mehr hat einfach nicht auf die Slide gepasst. Denn eigentlich waren noch sehr viel mehr Leute beteiligt. Start der neuen Stabsstelle, Bildungsplattform. Irgendwo zwischen Anfang bis Mitte 2019 hat man dann gemerkt, lass mal vielleicht eine Stabsstelle dafür einrichten. Davor gab es zwar das Referat für Digitalisierung, aber es war halt so, die Zuständigkeiten waren nicht geklärt. Und dann hat man diese Stabsstelle eingerichtet, Anfang bis Mitte 2019, und die haben sich an die Arbeit gemacht. Die haben gesagt, wir machen das jetzt richtig. Und dabei ist das hier rausgekommen. Und daran ist ja eigentlich gar nichts verkehrt. Sie haben einen Plan veröffentlicht, 3 Module. Eigentlich sind es 3,5. Die bestehen aus Unterricht und Lernen, sichere Kommunikation und persönlicher Arbeitsplatz. Unterricht und Lernen sind die Lernmanagementsysteme, also Moodle, It's Learning, iSurf. Eine Bildungsmedieninfrastruktur, was damit gemeint ist, es gibt an baden-württembergischen Schulen die sogenannte Sesam-Bibliothek, da sind Lernvideos und Ähnliches drin. Und sie sollte natürlich barrierefrei sein. Ist auch gesetzlich vorgegeben, aber schön, dass Sie es nochmal hier hingeschrieben haben. Sichere Kommunikation. Es sollte E-Mails für Lehrkräfte geben, denn die einzigen Lehrkräfte, die aktuell E-Mails haben, sind die, die entweder in einem Regierungspräsidium arbeiten oder im Kultusministerium. Und die E-Mails sind schrecklich. Also wirklich, das ist dann ein @kmbv-smvbw, bla bla bla. Also unleserlich, kann sich kein Mensch merken. Und es sollte einen Messenger geben. Ja, dann
gab es noch den persönlichen Arbeitsplatz, Bürokommunikation, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation, Kollaboration. Also das, was man aus der Welt kennt mit Microsoft 365, Collabora, LibreOffice, OnlyOffice, was auch immer. Und es sollte natürlich ein Datenspeicher sein, weil ich weiß nicht, wie bewandert ihr mit Lehrern seid, die speichern gerne alles überall ab. Ist es in der privaten OneDrive, auf einer externen Festplatte, die irgendwo rumliegt, egal wo, Hauptsache es ist gespeichert. Und der halbe Baupunkt ist das Identitätsmanagement drunter, weil irgendwo müssen wir ja von diesen ganzen Menschen auch die Identität verwalten. Und da muss man sagen, dieses Identitätsmanagement ist das Einzige, was sie halbwegs hinbekommen haben. Liegt daran, dass sie das von woanders eingekauft haben, was, glaube ich, Rheinland-Pfalz entwickelt hatte. Ja, das war der Plan, der dann Mitte, Ende 2019 rauskam. Nur hatten wir das Problem, wir sind jetzt im März 2020 und da hatten wir dann plötzlich das Coronavirus. Was hieß, wir müssen ja jetzt sofort auf digitale Bildung umstellen, weil wir sind im Homeoffice oder im Homelearning. Es gab schon immer, das habe ich vorher gar nicht erwähnt, wenn wir hier zurückgehen, Bellevue. Bellevue hatte ich bisher gar nicht erwähnt, was die machen. Und zwar Bellevue, das ist das Landeshochschulnetz, aber das Kultusministerium. Das heißt, die unterstehen auch dem MWK, also dem Ministerium für Wirtschaft. Wissenschaft, sorry. Ja, das KM hat sich da aber eingemietet und mal Server gekauft. Denn auf diesen Servern lief Moodle. Denn Moodle gibt es schon für Schulen in Baden-Württemberg seit Anfang der 90er. Auf jeden Fall schon immer, seit ich lebe. Die haben das schon gemacht und das gab's. Das wurde nur so ein bisschen vernachlässigt und hat halt bisher keinen interessiert. Ja, das heißt aber, die Serverkapazitäten haben plötzlich nicht mehr gereicht, weil von gefühlt 30 Schulen plötzlich alle 1200 Schulen das gebraucht haben. Da gab es dann die Nachrichten wie mehr Serverkapazitäten für digitalen Unterricht. Das Lernmanagementsystem Moodle ermöglicht den Austausch von Schülern und Lehrkräften in der Zeit der landesweiten Schulschließung. Um den verlässlichen Betrieb von Moodle zu gewährleisten, hat das Land zusätzliche Serverleistung und Speicherkapazität gekauft. Und da haben sie wirklich sehr, sehr viele Server gekauft und die an einem Wochenende komplett hochgefahren. Ich glaube, da gab es auch einen Vortrag auf dem RC3 letztes oder vorletztes Jahr zu, wo sie das vorgestellt haben. Den kann ich nur empfehlen. Also die haben wirklich an einem Wochenende 35 Server mit mehreren hunderten Moodle-Instanzen hochgefahren. Also man kann hier kurz sagen, wir haben Kompetenz im Land, man muss sie ja nur nutzen. Genau, Videokonferenz-Tool für Schulen im Südwesten. Das Kultusministerium hat den Schulen im Land seit Mitte April das datenschutzkonforme Videokonferenz-Tool Big Blue Button für das Fernlernen zur Verfügung gestellt. Interessierte Schulen können seit Anfang Mai Bedarf anmelden und WBB als zusätzliche Funktion in ihrem Moodle-Account freischalten lassen. Etwas 500 Schulen nutzen es bereits. Zusätzliche werden Fortbildungen zu Moodle und Big Blue Button angeboten. Warum ist da das ZSL-Logo? Das ZSL hat Big Blue Button gemacht. Was jetzt verwirren wird, weil warum haben wir denn alles bei Bellevue und jetzt kommt plötzlich nochmal eine andere Instanz, das ZSL, das ist die Zentrum für Schulqualität und Lehrerfortbildung, also die bilden die Lehrer quasi aus oder fortbilden die und die haben jetzt plötzlich Big Blue Button Server. Ja, warum auch immer man das so geregelt hat, auf jeden Fall, das heißt, Big Blue Button untersteht im ZSL, musste dann aber später ins Moodle von Bellevue integriert werden. Hat auch funktioniert, aber ist halt trotzdem, wir splitten mal alles auf und jeder macht irgendwas. Am 5. August das erste Treffen mit der Stabsstelle. Tatsächlich, das war das. Kurz Anfang 2020 wurden wir im Landesschülerbeirat gewählt. Kurz davor wurde ich dann der Digitalausschussvorsitzende. Das hieß, ich wurde eingeladen von der Stabsstelle, um mir das Ganze mal anzusehen. Denn anfangs wollten sie noch unsere Meinung hören. Das heißt, ich habe mich da hingesetzt, hatte dann drei Personen vor mir, zwei ehemalige oder auch noch aktive Lehrkräfte und den Stabsstellenleiter, der nicht aus der Schulbildung kam oder kommt. Die haben mir dann erzählt, was sie vorhaben. Denn, es war so ein bisschen hier, das kommt später. Also die haben mir dann erzählt, so hier, wir haben einen Messenger, wir haben das und das, oder doch, sie haben quasi das hier mir vorgestellt, dass sie das machen wollen. Ja, wir haben das hier, wir haben hatten aktuell, zu diesem Zeitpunkt ein Lernmanagementsystem, das war Moodle. Wir hatten einen Messenger, Threema hatte da tatsächlich schon den Zuschlag erhalten, das ist durch eine Ausschreibung gelaufen. Das heißt, die haben Threema Lizenzen angeschafft. Problem, die Lizenzen waren nur für die Lehrer.
mit der Aussage, wenn ein Schüler mit seinem Lehrer schreiben kann, dann können die Eltern ja einmalig 4 Euro für die Lizenz ausgeben oder die ganze Schule kauft mal Lizenzen für alle. Wir haben gesagt, gut, Threema ist jetzt durch das Lizenzmodell vielleicht nicht das Beste, aber immerhin war es mal datenschutzkonform. Das haben wir auch in der Pressemitteilung so gesagt, so den Rest, darum müssen wir noch drüber reden, aber Threema ist okay. Identitätsmanagement, genau, das gab es auch schon, das ist aber auch immer noch in der Probephase, das überspringen wir mal ein bisschen. Ja, aber wie ihr merkt, das sind nur Teile aus 1 und 2. Was da noch so ein bisschen fehlt, ist komplett 3. Bürokommunikation und Datenspeicher. Ja, was kann man denn da besser nutzen als Microsoft 365? Heißt, das war so ein bisschen die Idee vom Kultusministerium ursprünglich. Wir haben unter Bellevue haben wir Moodle, unterm ZSL haben wir BigBlueButton und der Rest soll von Microsoft gemacht werden. Und da sollte dann tatsächlich nicht nur hier aus der Dreier gemacht werden, sondern auch die E-Mail-Kommunikation für die Lehrkräfte. Weil es ja simpel ist, ja alles in einem. Ja, hieraus ist dann, das war dann ein bisschen dieser Moment. Wir saßen im Kultusministerium, die haben uns so hingehalten, so, geht doch klar, oder? Ist ja Weltmarktführer und wir alle so, schwierig. Kurz davor, das war ja 2020, wer sich daran erinnert, Mitte 2020 kam das Schrems II-Urteil, Privacy Shield gekippt. Das heißt, Datentransfer in die USA nur sehr schwer und bedingt möglich. Microsoft 365 an Schulen noch schwieriger, denn Schulen haben den Nachteil, dass sie quasi öffentliche Einrichtungen sind und sich auch nicht auf ein berechtigtes Interesse berufen können. Zudem Daten minderjähriger Schülerinnen, die sich auch gar nicht wehren können, weil wir haben ja gar keine Wahl, wenn wir in der Schule sind und die setzen das ein, dann kriegt man einen Account, ob man will oder nicht. Manche Schulen waren so intelligent, haben gedacht, wie auch meine Berufsschule, ja, wir lassen einfach von jedem Schüler, von jeder Schülerin einen Zettel unterschreiben, dass die einwilligen, dass wir Microsoft nutzen. Das Problem war, ich habe das nicht unterschrieben und danach wurde ich vom digitalen Unterricht quasi ausgeschlossen, habe alles per E-Mail bekommen. Das heißt, es ist ein super System, das funktioniert super und die Freiwilligkeit der Einwilligung ist in dem Moment eigentlich auch schon gar nicht mehr gegeben. Ja, aber dieses unsere digitale Schule, wer ist denn eigentlich dieses unsere digitale Schule? Unsere digitale Schule sind all diese Menschen oder Vereine. Ganz oben steht jetzt der Landesschülerbeirat, wo natürlich wir waren. Wir wurden immer oben hingesetzt, weil wir sind die Schüler, wir waren die Betroffenen. Der Landeselternbeirat war dabei. Das ist auch ein Beratungsgremium des Kultusministeriums mit der gleichen Stellung wie wir. Nur auf die wird ein bisschen mehr gehört als auf uns. Bei uns ist immer so ganz nett, wenn wir mal was sagen. Bei denen ist ein bisschen minimal wichtiger. Ja, dann gab es noch diese ganzen Argen. Das sind regionale, also auf Regierungspräsidiumsebene Vertretungen der Eltern. Die GEW war dabei, der PHV, der Realschullehrerverband, dann aber auch ganz wichtig unten die Verbraucherzentrale, Digital Courage, was man hier wahrscheinlich kennen wird, der Chaos Computer Club Stuttgart, ganz viele aus Mischung, Schülervertretung, Elternvertretung, Wirtschaft, Lehrervertretung, wirklich alles, Digitalpolitik. Und wir haben uns Ende 2020 zusammengetan und haben angefangen, wir haben uns jeden Dienstagabend getroffen, meistens 20:30 bis anfangs noch gerne mal bis 2 Uhr morgens. Und haben dann zusammen eine Pressekonferenz gegeben und auch eine Pressemitteilung herausgegeben, dass wir nicht einsehen, dass Microsoft 365 als zentraler Bestandteil der digitalen Bildungsplattform in Baden-Württemberg eingesetzt werden soll, da einfach Datenschutzprobleme dort ignoriert wurden und die einzige Aussage war, das ist der Marktführer, das machen wir. Das sah dann so aus, da saß dann ich tatsächlich in der Landespressekonferenz zusammen mit dem Vorsitzenden des Landeselternbeirats und einem Vertreter vom Chaos Computer Club Stuttgart und haben das Ganze vorgestellt der Presse. Darauf gab es dann auch ein breites Medienecho. Schulen und Datenschutz, Pilotprojekt testet Microsoft Software im Unterricht, breites Bündnis gegen Microsoft Schulcloud, Hürden für den Online-Unterricht Baden-Württembergs Schulcloud in der Sackgasse, Bildungsverbände machen Front gegen Microsoft Lernplattform an Schulen. Ja, das hat dann ein paar Leute interessiert. Und vielleicht die sich erinnern, aus Baden-Württemberg kommen, Anfang 2021, wir hatten eine Kultusministerin, Frau Susanne Eisenmann, CDU, und wir waren mitten in der Landtagswahl im Wahlkampf schon wieder und sie war Spitzenkandidatin. Es hat leider nicht so gut funktioniert für sie am Ende. Jetzt haben wir eine grüne Ministerin danach bekommen, aber dazu kommen wir dann später.
Genau, denn sie hat dann damals auch gesagt, weil sie wurde natürlich dann auch in Interviews zur Landtagswahl gefragt, hey, da gibt es ja dieses breite Dagegen. Was sagen Sie dazu? Und dann hieß es, ja, wir arbeiten mit dem Landesdatenschutzbeauftragten zusammen. Und das haben sie tatsächlich auch getan. Und zwar haben sie den Landesdatenschutzbeauftragten gefragt, hey, kann man das so machen? Ja, und davor hat sie dann im Interview gesagt, sein abschließendes Urteil wird Handlungsweisen, um den Schulen Rechtssicherheit im Hinblick auf den Datenschutz zu geben. So das Kultusministerium oder auch Susanne Eisenmann im Frühjahr 2021 mitten in der Landtagswahl. Ja, der LFDI, der wurde dann zusammengesetzt mit dem Kultusministerium und mit Microsoft. Und Microsoft hat gesagt, wir sagen euch alles. Messt, wir machen alles datenschutzsicher. So, und diese Digital-Wiederaufbau-Auswahl, das ist nämlich sehr nett. Wenn man an Microsoft 365 denkt man ja eigentlich, ich installiere alle Apps auf dem PC und ich kann mit allen zusammenarbeiten. Ja, das geht aber leider nicht, denn so eine Landesplattform hat leider den Anspruch, dass sie auf allen Geräten laufen muss. Das heißt, spätestens bei Linux scheitert's. Denn da gibt es ja nur noch die Web-Apps. Das heißt, man hat von Anfang an nur auf die Web-Apps der Microsoft-Plattform gesetzt. Und am Ende hat man die so beschnitten, dass Leute, die tatsächlich in diesem Pilotprojekt teilgenommen haben, gesagt haben, das ist eigentlich scheiße, das wollen wir gar nicht. Weil man quasi nichts mehr machen konnte damit. Dann hat er natürlich noch alles ausgewertet, alle Verbindungen, die stattgefunden haben. Und da gab es dann auch einen wunderschönen Bericht mit einer kompletten technischen Auswertung. Man findet alle Anhänge auch auf Frag den Staat. Das sind, glaube ich, 12 Stück. Die gehen alle mehrere Seiten lang. Kann man auch nur empfehlen, wer sich dafür technisch interessiert und datenschutzrechtlich. Und da gibt es aber einen sehr schönen Abschnitt und das ist dieser. Dabei ist oftmals nicht nachvollziehbar, zu welchen Zwecken die umfangreichen Verarbeitungen personenbezogener Daten dienen, welche Datenkategorien diese umfassen und weshalb diese Verarbeitungen für die Zwecke der jeweiligen Schule erforderlich sind. Im gesamten Prüfzeitraum wurden Verbindungen zu rund 500 verschiedenen Microsoft-Servern, in Klammern Hosts, festgestellt, wovon nur 50 gut dokumentiert sind. Das heißt, nur 1/10 aller Verbindungen, die beim Aufruf der digitalen Bildungsplattform oder für den E-Mail oder für Microsoft Office stattgefunden haben, waren dokumentiert, obwohl Microsoft volle Transparenz gewährleistet hat. Ja, danach kann man sich denken, wie das Urteil ausfällt. Machen wir nicht. Aber jetzt wollen wir mal ein bisschen draufschauen, weil wir haben das noch ein bisschen übersichtlicher gestaltet. Und zwar, das hier ist die digitale Bildungsplattform, wie sie ursprünglich mal da war. und zwar, blau umrahmt sind Dinge, die Bellevue gestellt hat. Also das Landeshochschulnetz. Rot umrahmt, da gab es noch offene Fragen. Und alles, was gelb ist, das ist vorhanden. Und alles, was grau ist, ist nicht vorhanden. Das heißt, was gefehlt hat, war hier tatsächlich Inhalte präsentieren, Wiki, Mahara zum Beispiel, Dokumentenverwaltung, Kalenderkontakte. It's Learning steht da dabei. Warum? Da kommen wir gleich dazu. Aber was wir hatten? Wir hatten Hosting für Schulwebsites. Wir hatten funktionierendes Identitätsmanagement. Wir hatten Server, Hardware, Internetzugang, Internetleitungen, einen Messenger und Videokonferenzen. E-Mails haben so halb getan. Das war halt, ist immer ein bisschen abhängig von der Schule gewesen, ob die einem eine E-Mail gestellt hat. Deswegen ist sie so zweifarbig. Ja, das war Ende 2020 bis Anfang 2022, was wir hatten als Infrastruktur. Und hier sieht man auch noch mal ein bisschen die andere Rolle von Bellevue, weil Bellevue hat ja auch ein Glasfasernetz und die haben auch die ganzen Schulen angeschlossen und die haben auch den Schulen den Zugang zum Landesverwaltungsnetz gestellt. Dieses Landesverwaltungsnetz ist das, was die im Sekretariat brauchen, um alle Sachen halt zu verwalten, wie der Name sagt. Ja, und dafür braucht man halt einen bestimmten Zugang und den hat man direkt von Bellevue bekommen. Ja, hier haben wir dann nochmal die Projektphasen, wie es eigentlich aussehen sollte. Das heißt, wir hatten Bereitstellung zweites Quartal bis Herbst 2020, Lernmanagement Moodle steht bereit, Lernmanagement It's Learning wurde ein Zuschlag erteilt, also It's Learning sollte zusätzlich zu Moodle angeschafft werden, dass man sagen kann, hey, ihr habt eine Auswahl, ob ihr Moodle oder It's Learning wollt, weil es gab genug Lehrer, die gesagt haben, Moodle ist kacke. Ja, E-Mail für Lehrkräfte und Arbeitsplatz, Pilotprojekt mit Schulen gestartet. Es gab 30 berufliche Schulen, wo man diesen Pilotprojekt gestartet hat mit Microsoft 365 unter Kontrolle des LFDI, wo diese Auswertungen stattgefunden haben. Viele werden sich jetzt auch denken, wieso hat man das eigentlich mit Live-Daten gemacht und nicht mit einem Testbetrieb? Das haben wir auch gefragt, das habe ich den LFDI gefragt und dann kam die Antwort, ja, das haben wir auch vorgeschlagen, wollten sie aber nicht. Genau, Phase 2, Ende 2020 bis Herbst 2021, Learning soll ausgerollt werden.
E-Mail für Lehrkräfte soll ein Rollout stattfinden, Benutzerverwaltung, Identitätsmanagement, Single Sign-On und Proof of Concept und dann noch ein Zugang über Portaloberfläche Dashboard. Keiner weiß übrigens, welche Portaloberfläche gemeint ist. Optimierung, genau, Phase 3, Ende 21 bis Frühjahr 23, dann soll erst der barrierefreie Zugang gestellt werden, Anbindung, Mediadatenbank, Ausbau. So, das war so die Phasen. Das war auch übrigens die letzte, dieser Stand Februar 21, das war übrigens die letzte, das letzte Mal, dass man dieses Bild mit genauen Daten oder genauen Daten gesehen hat. Seit kurzem gibt es diese Grafik immer noch, aber es wurden alle Datumsangaben entfernt. Also wenn man jetzt auf die Seite des Kultusministeriums geht, findet man genau das hier, nur ohne die Zeiträume. So, schauen wir uns nochmal das hier an. Man kann sich denken, eigentlich suchen wir ja nur was für diese grauen Dinger. Ja, das Problem, Bellevue untersteht dem MWK und nicht dem Kultusministerium. Und der Landesrechnungshof hat so ein bisschen angemahnt, hey, das geht so gar nicht mit Querverrechnungen und allem. Da müsst ihr, geht nicht. Und dann gab es diese wunderschöne Idee, lass mal Bellevue kündigen. Das heißt, Bellevue wurde quasi weggekündigt. Das heißt, ja. Die Schulen haben sich richtig gefreut, denn plötzlich war ihre Internetleitung in der, also man muss sagen, es ist nicht einfach wirklich, es war ein Tag und es wurde abgeschaltet, sondern es gibt jetzt Übergangsfristen. Aber nachdem das MWK gesagt hat, nö, machen wir nicht mehr für euch, ist quasi jetzt die Internetleitung weg für viele Schulen, der Hardware-Internetzugang, die Server sind weg, das Hosting der Schulwebseite, die bei Bellevue gehostet haben, fällt, sorry. Genau, das Hosting der Schulwebsite, die viel bei Bellevue waren, fällt weg. E-Mail immer noch so Mittelding, keiner weiß, was da wirklich wo ist. Ja, und Moodle und It's Learning wurden plötzlich zu unklar, weil wir erinnern uns, Moodle ist ja bei Bellevue gewesen. Aber was passiert damit? Weil da waren ja jetzt plötzlich alle drauf angewiesen und es gibt Schulen, die das nutzen. Und das ist tatsächlich auch bis heute noch nicht klar, wo Moodle hingehen wird. Was jetzt auf jeden Fall schon mittlerweile weg ist, ist das Hosting der Schulwebseiten, die mussten umziehen. Und das Identitätsmanagement ist jetzt auch weggefallen. Da soll ein neues kommen, weil das wurde auch von Bellevue gestellt teilweise. Das Einzige, was uns geblieben ist, sind die Videokonferenzen und der Messenger. Ja, und wir haben aber jetzt It's Learning dazu bekommen. Jetzt, was ganz witzig ist, witzig, haha, nee, eigentlich gar nicht. It's Learning hat das Problem, das braucht, damit es eingesetzt werden darf, die Zustimmung der Hauptpersonalräte der jeweiligen Schularten. Das heißt, die Realschullehrer und die Gymnasiallehrer, Hauptschule, Gesamtschule, alle Schularten müssen einmal zustimmen, dass sie das nutzen. Haben jetzt alle Schularten gemacht, nur die Gymnasien halt nicht, weil die Datenschutzfragen von It's Learning nicht geregelt sind. Denn It's Learning ist ein norwegischer oder schwedischer, auf jeden Fall in Theorie aus Geltungsbereich der DSGVO oder einem akzeptierten Land, kommen die. Heißt eigentlich kein Problem. Problem, die sitzen auf AWS, Azure und haben Cloudflare davor. Und es gibt noch keine genauen Antworten, wie das mit der Datenschutzkonformität aussieht. Ja, das heißt, wir sind mittlerweile bei dieser Grafik angekommen. Bellevue ist weg. Moodle steht zwar noch, aber muss umgezogen werden. Das ZSL macht weiter seinen Big Blue Button. Das steht da halt einfach, das funktioniert. Da wurde aber mittlerweile Kapazität runtergefahren, da wir mittlerweile nicht mehr so viele Videokonferenzen so viele Videokonferenzen haben. Und immerhin, Microsoft wurde gestrichen, nachdem es mal rausgefunden wurde, dass es doch nicht geht. Und It's Learning kommt da oben so ein bisschen angelaufen, sagt, moin, aber darf halt aktuell in Gymnasien nicht eingesetzt werden. Ja, das ist so ziemlich der Stand, den wir heute haben. Da haben wir uns dann auch gedacht, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also was sollen wir noch sagen? Ja, gibt es ein Comeback? Come One, mittlerweile heißen sie wirklich Come One, auch nicht mehr ITEOS und andere Namen, ist die Frage, auch wenn sie es davor quasi verkackt haben, waren sie ja gar nicht schuld, weil sie haben halt einfach nur gemacht, was ihnen gesagt wurde. Die Frage ist, und wir haben keine anderen, die das quasi umsetzen können, die Frage ist, können die das? Weil wir erinnern uns, es sah halt so aus. So, jetzt muss ich nochmal kurz... Genau, also die Frage ist, kann Come One Moodle übernehmen von Bellevue? Das ist eine gute Frage. Und wir waren tatsächlich dann auch als Landesschülerbeirat bei Steffen Jäger. Steffen Jäger ist Vorsitzender des Gemeindetags,
glaube ich. Ich glaube, des Gemeindetags war es. Baden-Württemberg, also das ist da, wo die ganzen Gemeinden zusammenkommen und ihre Vertretungen haben. Und der hat in dem Gespräch gesagt, die Schulträger fühlen sich komplett alleine gelassen und wissen nicht, was sie tun sollen. Denn die Schulen, die haben davon ja in Theorie gar nichts profitiert. Bei denen wurde am Ende nur was weggenommen, weil das Land Scheiße gebaut hat, um es so zu sagen. Ja, warum ist das so? Denn für Schul- und Schüler-IT sind eigentlich die Schulträger verantwortlich, also die Gemeinden oder die Landkreise oder Städte. Das heißt, egal was das Kultusministerium macht und anbietet, es ist nie der Verantwortliche. Es kann was stellen, aber es ist nicht in der Verantwortung. Denn es ist immer noch der Schulträger oder die Schulleitung am Ende, der da Rede und Antwort stehen muss. Es gab nie eine Exit-Strategie von Bellevue, des Landes. Das heißt, es wurde einfach gekündigt. Man hat es so lange verschwiegen, wie es ging. Also diese Entscheidung gab es schon sehr viel länger. Wurde aber dann quasi erst auf den letzten Drücker veröffentlicht. Und keiner der Entscheidungsträger oder Entscheidungsträgerinnen hat einen umfassenden Überblick. Das heißt, jeder arbeitet irgendwie an was. Also ich habe es ja gezeigt, ZSL hat BigBlueButton, Moodle ist bei Bellevue gewesen, dann sollte Microsoft dazukommen. Also es gab keiner, der gesagt hat, wir machen das, das und das. Und es gab immer so Vorschläge aus einem Gremium intern. Ja. Beginn für Staffel 3, Zeit für Beteiligung, Ende 2021, also vor ein paar Monaten erst, hat man dann mal gedacht, lasst mal eigentlich, wir haben da ja Beratungsgremien, die uns eh schon die ganze Zeit nerven, lasst die mal ein bisschen mitmachen. Dann gab es am 15. Dezember 2021 einen Projektbeirat, der einberufen wurde, der dazu beraten soll und das tun soll. Ja, das war zwar auch ein bisschen mehr Schein sein, aber worauf wir hinweisen wollen, 15. Dezember 2021, 10 Jahre nachdem die erste Idee der Bildungsplattform vorgestellt wurde. Ja, heute sieht es jetzt immer noch nicht sehr viel besser aus, aber wir haben jetzt so 3 Pläne oder wir haben uns auch selbst Gedanken gemacht, so wie kann es denn jetzt eigentlich überhaupt weitergehen? Und wir haben hier so 3 Fälle und zwar einmal eine Dystopie oder wie wir es auch nennen, aktueller Plan des Kultusministeriums. Alles wird ausgeschrieben. Dadurch haben wir das Problem, wir haben keine Kontrolle mehr vom Land direkt. Es gibt keine Inhouse-Kompetenz, obwohl wir sie haben. Es sind höhere Kosten im Spiel. Es gibt eine sehr viel spätere Bereitstellung und es gibt eine schlechtere Qualität. Gerade bei diesen Moodle-Plugins. Warum? Man muss wissen, jede Schule hatte ihr eigenes Moodle und konnte bei Bellevue anfragen oder auch eigentlich alles selbst machen. Können wir dieses und dieses Plugin machen? Können wir das, das? Es gibt über 150 Plugins für Bellevue oder noch mehr. Alles custom. Das konnten die einfach machen, weil es halt dort lag. Sobald wir anfangen, das auszuschreiben, muss jedes Plugin mit ausgeschrieben werden. Und es wird wahrscheinlich sich beschränken einfach auf eine Standardausschreibung für diese Plugins und anderes wird es nicht geben oder die werden neu ausgeschrieben. Das heißt, wir werden die Qualität, die unser Moodle jetzt hat, von den Leuten, die Moodle einsetzen können, wollen, verlieren, da es ein komplett neues Moodle sein wird, da die Daten wahrscheinlich eventuell nicht mit umgezogen werden können, aber das ist nicht ganz sicher. Das wäre eine Frage für Kevin. Genau, und spätere Bereitstellung. Das Ganze muss in ein EU-Ausschreibeverfahren, was ganze 2 Jahre Minimum dauern würde. Ja, dann hätten wir noch die Utopie, das, was wir mit unserer digitalen Schule vorgeschlagen haben. Ja, erst denken, dann handeln, Bestandsanalyse, Bellevue in Tethern, man muss zu Bellevue sagen, Bellevue hat alles sehr günstig verkauft. Also es wurde Geld an Bellevue gezahlt, aber es war laut Aussagen des Kultusministeriums nicht auf dem gleichen Level, wie wenn ich mir jetzt bei Hetzen und Server kaufe, sondern halt sehr, sehr viel günstiger. Was ja auch sein könnte, das Problem ist, man wusste nicht, diese Preise, die wurden irgendwann mal festgelegt vor mehreren Jahren. Man wusste nicht, ob die im aktuellen Stand entsprechen, aber hat auch niemand interessiert, das ist ja Landeseinrichtung. Da ging es nur darum, dass halt Geld verlangt wird. Genau, also wir wollen dann noch eine Szenarienentwicklung. Genau, und wir wollen dann aus Bellevue wieder ein Bildungsnetz, also wir machen es weg vom Hochschulnetz, sondern zum Bildungsnetz, das ist für alle Bildungseinrichtungen da. Wir haben eine volle Kontrolle des Landes, wir haben eine hohe Flexibilität, wir haben eine hohe Inhouse-Kompetenz, die wie gesagt da ist, was man ja auch gesehen hat. Wir haben geringere Kosten für Land- und Schulträger und wir haben eine landeszentrale Lösung und sind nicht von extern abhängig. Haben wir noch einen Kompromiss? Erst denken, dann handeln, Bestandsanalyse und Szenarienentwicklung. Come One beerbt Bellevue.
Landesnahe Kontrolle, mäßige Inhouse-Kompetenz, geringe Kosten für Land, erhöht Kosten für Schulträger, landeszentrale Lösung. Wie gesagt, Bellevue war billiger. Come One würde dann neue Preise berechnen, die halt auf heutigen Daten da wären. Wäre aber immer noch günstiger, als wahrscheinlich jetzt alles ausschreiben zu lassen, und es würde sehr viel schneller gehen. Ja, was kann man sagen? Wir sind jetzt mittlerweile in Staffel 3. Wir haben auch schon angefangen, Staffel 4 zu folieren. Das heißt, wenn der Vortrag eventuell nächstes Jahr nochmal stattfindet oder was er wahrscheinlich wird, können wir euch erzählen oder ich euch erzählen, was dieses Jahr alles passiert ist. Eigentlich hatte ich noch ein paar mehr Folien, leider ist mein PC gestern abgeschmiert, als ich die gemacht habe, und lebt seitdem nicht mehr. Denn es gab, das erzähle ich gleich. Fazit. Was kann man sagen? Wir haben seit 2011 eine Idee zur digitalen Bildung, die ja unter Rot angefangen wurde, unter Schwarz zum 1,5 Mal versenkt wurde und unter Grün am Ende komplett versenkt wurde und jetzt wieder zum 3. Mal angefangen wird. Das heißt, es ist eigentlich so ziemlich egal, wer in diesem Kultusministerium sitzt. Solange die Politik da mitmischt und wir durch unsere Verwaltung gehen müssen, scheitert das Ganze gefühlt. Und mittlerweile ist uns eigentlich schon ziemlich egal, was passiert, denn ich sowie Kevin sind aus der Schule raus, aber es werden noch sehr viel mehr durch die Schule gehen müssen und die tun uns mittlerweile einfach leid. Ja, ich hatte noch irgendeinen Satz im Kopf, den habe ich jetzt vergessen. Aber was man sagen kann, wenn ihr noch weitere Fragen habt oder auch jetzt gleich Fragen, das sind Kontaktmöglichkeiten. Das heißt, gerade wenn ihr mir und Kevin auf Twitter folgt, werdet ihr sehen, es gibt sehr viele Menschen, die zu dieser Bildungsplattform tweeten und sich gerne austauschen. Gerne auch sehr, sehr freundlich austauschen. Denn der folgt mir auf Twitter und ihr werdet sehen, was ich meine. Der zuständige Leiter im Kultusministerium ist nämlich auf Twitter und macht immer gut Stimmung da. Und wir geben ihm immer Kontra, das ist immer ganz nett anzusehen. Der hat auch gefragt, gegen welche Gesetze er verstößt, denn die nächste Slide hätte eigentlich sein sollen, eine Liste aller Gesetze, gegen die das Kultusministerium verstoßen hat. Die kommt dann aber beim nächsten Vortrag. Das war's dann. Okay. Ja, erstmal sehr viel Danke an Lennart und einen Applaus. Gibt es Fragen? Ich komme mit dem Mikrofon zu euch. Ja, das hört man trotz Maske sehr gut. Ich wollte mich nur kurz umdrehen. Ich bin Mitarbeiter bei Bellevue. Hm. Ich sehe aber keinen Kollegen, weil die teilweise auf der RIPE sind und erst nachher kommen. Wird das noch aufgenommen? Okay. Also niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Also ich wollte genau sagen, bei Bellevue möchte niemand die Dienste für die Schulen abschalten. Es war nie der Wille von Bellevue, das zu lassen. Und es gibt keine zwingenden Gründe, die der Rechnungshof in seiner Empfehlung nahegelegt hat, dass dies so sein soll. Das ist richtig. Das möchte ich mal zu Protokoll geben. Deswegen Lösung, die da gerade gesagt wurde, die kann man durchaus verfolgen. Bellevue ist nicht weggefallen, sofern die Leute protestieren. Das ist aber leider weitgehend ausgeblieben. Es müssen vor allem die Schulträger protestieren. Aber Come One heißt deswegen Come One, kommunal, weil sie den Kommunen gehören. Und das sind genau die Schulträger, die zu 40% eben an Come One beteiligt sind. Deswegen tun sie sich wahrscheinlich mit Protest schwer. Also müssen es andere tun, wie zum Beispiel der Landesschülerbeirat, wie zum Beispiel Schulleiter oder vielleicht auch ihr. Das Einzige, was der Fall ist, es muss sehr schnell gehen. Wir haben zurzeit 3.300 Schulanschlüsse. Also ich weiß es so genau, weil ich die Schulanschlüsse bearbeite bei Bellevue. Und gekündigt worden sind, mir aktuell bekannt, ungefähr 200. Abgeschaltet soll werden zum 31.07. Ich habe im letzten Bericht, das war im März, den Verantwortlichen auch schon gesagt, wie schon vor einem Jahr, dass ich das nicht schaffen werde, was weiß ich, tausende von Routern in meinem Büro und so zurückgeschickt innerhalb von wenigen Wochen. Genau, deswegen möchte ich ein bisschen zum Protest aufrufen. Wenn das irgendwie möglich ist,
kommt gerne auf mich zu. Das kann ich euch nicht sagen, wie. Das muss ich dann ohne Aufnahme machen. Danke. Vielleicht auch kurz dazu. Das ist tatsächlich richtig, also diese Entscheidung, dass Bellevue gekündigt wird, die kam vom MWK. Dadurch, dass der Landesrechnungshof gesagt hat, rechnet mal eigentlich nach, was da, was die eigentlichen Kosten wären. Da hatte keine Lust drauf. Weißt du, ob irgendjemand zur Rechenschaft gezogen wurde, gekündigt, die Pensionsansprüche verloren hat oder irgendetwas Naheliegendes? Das sind Beamte, die kannst du leider nicht kündigen. Und Disziplinarverfahren geht. Ja, ja, aber danach, das Einzige, was passiert ist, dass sie wegbefördert werden. Ich suche mal kurz die Folie. Das Schöne ist, diese Folie. Was hier passiert ist, die Einzige, die, würde ich jetzt mal sagen, zur Rechenschaft gezogen wurde, ist Frau Ministerin Eisenmann, indem sie einfach nicht wiedergewählt wurde. Aber tatsächlich alle anderen, also die, die für Microsoft verantwortlich waren, die sitzen da heute noch und arbeiten immer noch daran. Und deswegen schaut mal so ein bisschen meinen Twitter-Verlauf durch. Da werdet ihr auch sehen, wie die zu Microsoft stehen. Mehr kann ich, glaube ich, öffentlich dazu leider nicht sagen. Danke für den Vortrag. So die erste Frage wäre, wie, oder die Lehrkräfte sind ja meistens Beamte oder an den Schulen angestellt. Das sind ja dann mittelbar irgendwo auch Angestellte des Landes. Wie kann das denn sein, dass die bis 2018 oder wann keine E-Mail-Adressen hatten? Die hatten schon E-Mails. Man muss sagen, E-Mails sind für Lehrkräfte schwierig, weil es war immer der Schulträger zuständig und es wird auch heute sein und immer die Schule selbst. Was hier für E-Mails als Lehrkräfte gelten sollte, war, es sollte ein Ad, also es wurde die Domain bw.schule gekauft. Und jeder Lehrer sollte eine einheitliche, landeseinheitliche E-Mail bekommen. Bisher haben Lehrer maximal eine von der eigenen Schule bekommen. Aber es gibt ja auch genug Lehrer, die an zwei Schulen tätig sind, die hatten plötzlich zwei E-Mail-Adressen. Und es gibt auch genug Lehrer, die nutzen ihre private E-Mail-Adresse. Weil einfach die Schulträger für die E-Mail zuständig waren. Wenn du halt eine bekommen hast, hattest du Glück oder mehrere. Oh, aber es gab keine vom Land gestellte E-Mail für Lehrkräfte, außer, wie gesagt, für die Lehrkräfte, die halt am Regierungspräsidium oder im Kultusministerium gearbeitet haben. Ist einfach so. Muss man nicht verstehen, ist halt so. Gibt es Schulen, die irgendwie kleinere Lösungen für sich gemacht haben? Also irgendwie einen einfachen eigenen Mail-Server gemacht haben oder selber OnlyOffice installiert haben? Oder wir haben ursprünglich... Also wir wussten oder wir wissen, es gibt ungefähr ein Drittel der Schulen, die nutzen, haben Moodle genutzt oder ein Viertel bis ein Drittel. Ein anderes Drittel davon war Microsoft und alle anderen haben ihr eigenes Zeug gemacht. Also, weil wie gesagt, das, was das Land stellt, ist immer nur zur Verfügung gestellt, aber die Schule muss sagen, wir nutzen das. Und es gibt genug Schulen, die ihr eigenes Ding machen und das machen auch viele. Also ich würde sagen, es rund ein Viertel der Schulen machen ihr eigenes Zeug oder haben sich halt irgendwo eingekauft. Aber die sind auch nicht die, die hier dann rummeckern am Ende, dass ihnen die Bildungsplattform kaputt gemacht wird. Das sind leider die, die aktuell noch auf Microsoft setzen. Weißt du da Zahlen? In diesem Pilotversuch waren ja, glaube ich, relativ wenig Schulen. 30. So um die 40, ja. Und relativ viele Schulen nutzen Microsoft einfach irgendwie. Ja. Also knapp 1000 oder sowas. Und was machen die? Die haben ja keinerlei Rechtssicherheit. Und zweiter Teil der Frage, die in dem Pilotversuch, sagtest du, haben die Web-Apps. Das heißt, die sind wahrscheinlich nicht so zufrieden. Wahnsinnig. Die das als Freikraut und Rüben machen, die haben wahrscheinlich das volle Microsoft 365 und sind zufrieden und rebellieren jetzt, oder? Mhm, absolut. Die Schulen, die auf Microsoft setzen, die sagen, das funktioniert so gut, wir verstehen gar nicht, also wir kriegen... Die Aussage, die ich am häufigsten gehört habe, war, wenn es die Wirtschaft verwendet, warum können wir das nicht? Und da wird absolut kein Verständnis gezeigt. Ich glaube tatsächlich, der größte Microsoft-Freund aus dem direkten Schulumfeld, oder was Microsoft-Freund, das ist falsch ausgedrückt, die, die am meisten auf Microsoft setzen und die am meisten, wir müssen bei Microsoft bleiben, ist tatsächlich der Berufsschullehrerverband und die Berufsschulen, weil die abhängig sind. Weil die kriegen gerne mal die Software auch von den Unternehmen gestellt. Und die haben absolut keine Lust umzustellen, weil die sagen, die machen das später im Beruf, brauchen sie das, das müssen sie hier lernen und deswegen können wir davon nicht weg. Was man auch sagen muss, wir haben immer nur gefordert, es darf kein Microsoft als Plattform geben. Ihr könnt denen immer noch
anonymisierte Zugänge für den Unterrichtsinhalt geben. Das ist ja auch absolut kein Problem. Gut, dann sind die Datenschutzprobleme in der freien Wirtschaft immer noch nicht geklärt, aber darum geht es uns ja aktuell gar nicht. Uns geht es einfach darum, dass keine Plattform auf Microsoft-Basis und tatsächlich die Berufsschullehrerverband und die Berufsschullehrer sind da am härtesten dagegen, weil die komplett auf Microsoft dependen und natürlich, die haben nicht das vom Land genommen, außer diese 30 Schulen oder ich glaube 28 Berufsschulen und 2 Gesamtschulen waren es, glaube ich, die teilgenommen haben. Aber die haben sogar gesagt, das, was vom Land kommt, das kannst du vergessen, weil das waren nur die Web-Apps und das will kein Mensch und das war auch so beschnitten, da konntest du gar nichts machen. Also was, hast halt nicht deine klassische, es funktioniert alles in einem und es funktioniert ohne Probleme, wobei das auch falsch ist, wenn ich mir so die letzten Tage im Bug-Tracker von Microsoft anschaue. Ja. Weitere Fragen? Ich sehe gerade, da noch eine. Ich dachte, auf der Seite wären noch ein paar gewesen. Dankeschön. Wie groß ist denn dieses Referat? Wie viele Menschen arbeiten da? Und gibt es die Stabsstelle noch? Und wie groß oder ist oder war die? Was gibt es noch? Die Stabsstelle? Ah, die Stabsstelle. Diese Stabsstelle, die gibt es immer noch und die arbeiten immer noch. Die besteht hauptsächlich aus 3 Personen. 3. Dem Stabsstellenleiter, der alles gefühlt tut, dass Microsoft irgendwie noch da ist. Und 2 Lehrkräfte, die halt im Kultusministerium arbeiten. Einer war ehemaliger Schulleiter, soweit ich weiß, und der andere ist über die Regierungspräsidium, die Schulfortbildung da drin gelandet, weil das so einer dieser digitalen Lehrer ist, der auch tatsächlich mal digital unterrichten kann. Also der nicht einfach nur einen Beamer macht und dann irgendwie komisch rumtippt und Folien zeigt. Genau, das sind so die 3 Hauptpersonen. Ich weiß dann noch von einer Anwältin, die abgestellt wurde. Und ansonsten war es das, glaube ich, sogar schon. Vielleicht gibt es da noch ein paar andere im Hintergrund, aber diese 3 plus 1 waren so die, mit denen wir immer Kontakt hatten, die als diese Stabsstelle gezeigt wurden. Obwohl das auch gar nicht tatsächlich richtig ist. Die Stabsstelle besteht aus mehr Personen, weil die sind mittlerweile auch degradiert worden von der Stabsstelle. Das ist keine Stabsstelle mehr, sondern es ist mittlerweile eine Projektgruppe innerhalb der Stabsstelle irgendwie. Aber das ist tatsächlich eine Frage, dafür müsste Kevin da sein, der hat da mehr Ahnung von der Organisation. Okay, letzte Chance für Fragen. Ich sehe keine mehr. Ja, danke Lennart nochmal für den Vortrag. Ich denke, die Fragen haben gezeigt, dass du hier definitiv einen Nerv getroffen hast und dass auch einige im Publikum sich definitiv mit dem Thema schon auseinandergesetzt haben. Die Fragen, die jetzt hier nicht endgültig beantwortet wurden wegen Mikrofon, können sicherlich jetzt im Anschluss noch geklärt werden. Ja. Genau, es gibt die schöne Wiese und ähnliches. Ja, viel Spaß noch.